Freunde und herzlich willkommen hier auf VfL Hockey. Mein Name ist Philipp und es freut mich, dass ich dich wieder zu einer neuen News-Ausgabe begrüßen darf. Bevor wir nun aber mit den News starten, möchte ich noch ganz kurz auf mein letztes Video vom Sonntag eingehen, denn dort gab es bei den Interviews wieder Tonprobleme. Ich habe mich dementsprechend über Twitter an die YouTube-Creator in Deutschland gewandt und habe vom Team YouTube dann den entsprechenden Hinweis bekommen. Mein Mikrofon nimmt in Stereo-Qualität auf. Wenn aber nun dein Gerät, mit welchem du das Video anschaust, nur einen Lautsprecher hat, so muss dieses Stereo-Signal in ein Monosignal konvertiert werden. Hat das Stereo-Signal aber dabei nun eine mangelhafte Monokompatibilität, so wird die Audioqualität verschlechtert und kann dazu führen, dass eben der Ton stumm geschalten wird. Darum kann es sein, dass du, wenn du das Video anschauen wolltest, keinen Ton gehört hast. Und darum möchte ich euch jetzt auch nochmal die Videos hier über die Bildschirmaufnahme vorspielen. Ich hoffe, dass der Ton dann nachher wirklich da ist und ihr auch diesen Input aus diesen Interviews bekommen habt. Ja, Presse, danke mal für die Gelegenheit fürs Gespräch. In welchem Rahmen und welcher Altersklasse sind wir hier heute in der Vorarlberghalle? Ja, wir sind heute da zum U14 AG Alt. Wir haben heute das zweite Auswahltraining. Wir suchen nämlich die besten Nachwuchsspieler im Bereich U14 für unser AG Alt Turnier im Dezember. Wir haben heute, wie gesagt, das zweite Sichtungstraining und unsere großen Mannschaften haben uns ca. 70 Spieler zur Verfügung gestellt, wo unser Trainerstab heute die besten sichtet und hoffentlich auch bald Top-Mannschaft sich herauskristallisiert. Und welche Eindrücke ergeben sich für dich hier von der Bande auf? Ja, absolut toll. Also wir sehen, wir haben top-motivierte Spieler, super Trainer und ich glaube, dass das relativ schwer wird, da die besten Spieler zu finden, weil sie sich alle eigentlich auf einem Niveau befinden. Und das heißt natürlich auch, dass die ganzen Mannschaften eine super Arbeit leisten. Genau, da wollte ich hinaus. Inwiefern sozusagen oder an welchem Punkt steht die Jugendarbeit im Vorarlberger Eishockey derzeit? Ja, ich glaube auf einem relativ guten, wir sind dran, dass das laufend verbessert wird. Wir sind gerade an der Akademie dran, wo wir die Jugend noch mehr mit einbeziehen. Ich glaube, dass das die Zukunft ist und die Mannschaften machen da tolle Arbeit und man sieht da, glaube ich, gerade hinter dem Ganzen, dass das der richtige Weg ist. Ja, was sind auch die Wünsche und die Vorstellungen für sozusagen die kommende Saison von Seiten des Verbandes? Ja, also jetzt zum einen, wenn wir jetzt natürlich mal eine Top-AG-Alt-Mannschaft haben, wir werden dort auf die Vereine nochmal zukommen. Wir werden die Vereine das ganze Jahr weiterhin betreuen. Wir haben den neuen Nahrungsreferenten, der mit den Jugendreferenten der einzelnen Vereine in engem Kontakt bleiben wird, damit wir wissen, welche sind die Kaderspieler, welche sind die Topspieler. Da werden wir natürlich weiter dran arbeiten. Wir werden Goalie-Trainings machen, weitere Sichtungstraining. Von Seiten des Verbandes wollen wir jetzt wirklich in 12 Monate Betreuung für die Vereine auf die Beine stellen. Und durch das erwarten wir uns natürlich eine noch größere Qualität für den Ganzen. Vielleicht noch kurz Frage zum Abschluss. Wie kann man den Eltern, wie kann man den Kindern den Eishockeysport in Vorarlberg schmackhaft machen, dass auch weiterhin so ein Zustrom sozusagen stattfindet? Ja, schmackhaft machen, indem dass man wirklich in die Offensive geht. Wir werden jetzt im Messepark, Zimmerpark weitere Eistrainings veranstalten, Sichtungstrainings, damit man mal Eishockeysport bekannter macht. Wir werden aber natürlich auch zeigen, dass Eishockey keine gewaltsame Sportart ist, sondern wirklich, dass die Kinder was lernen und vor allem Koordination. Und wie glaubt man sieht, das heute, wir spielen auch nicht wirklich einen Körperkontakt. Das ist eine reine hervorragende Sportart, wo an der frischen Luft passiert und die Kinder lernen was davon. Perfekt, super. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, Patrick, danke für die Gelegenheit zum Gespräch. Wir haben dich vorhin schon in Action gesehen auf dem Eis draußen. Mit welchem Tross, mit welchem Betreuerstab und auch mit wie vielen Kindern hast du hier heute Abend dein Training abgehalten? Ja, also wir sind auf dem Verband aus mit der U14 Stellung am Mannschaftsversage Alpturnier, wo wir dann über Weihnachten, nach Weihnachten in Rapperswil in der Schweiz bestreiten wollen. Wir haben ein Trainer-Betreuer-Team von 4 Leuten. Wir haben einen Kader, wo aktuell am Anfang sind es um die 50 Kinder vom ganzen Land, von den ganzen Vereinen. Die tun wir sichten, da haben wir jetzt mehrere Sichtungstrainings. Im Schnitt immer alle 2 Wochen haben wir ein Training, immer in einer anderen Eishalle in Vorarlberg verteilt. Und ja, so geht es
Dezember und einen erweiterten Kader haben, werden wir ein Trainingslager einbauen und den werden wir uns bereit machen fürs Turnier. Vielleicht ein kurzer Rückblick, der Sommer war lang, temperaturmäßig geht es zu Ende und auch das Leben in der Halle wird wieder mehr oder in den Hallen wird wieder mehr. Ganz grundsätzlich, wie halten sich die Kinder für den Eishockeysport über den Sommer fit? Ja, die Kinder, die sind in ihren Vereinen mit ihren Trainern ständig tätig. Generell ist Eishockey ein Jahressport geworden, ist nicht mehr so wie vor etlichen Jahren. Man macht mittlerweile natürlich ein volles Programm, auch den ganzen Sommer über. Also da ist man auch ständig mit der Mannschaft tätig. Wir vom Verband aus beginnen im August, oder haben jetzt im August begonnen, und bereiten uns den Schritt für Schritt vor für das AGL-Turnier im Dezember. Wie war denn dein Eindruck von den jungen Cracks heute auf dem Eis? Ja, das ist überraschend gut. Also, es sind sehr viele gute Eisläufer dabei. Es fehlen ein bisschen das körperbetonte Spieler. Der Nikolai und ich, wir sind da dran, da Schritt für Schritt den Burschen was beizubringen und schauen, dass wir eine gute zusammengeschweißte Truppe dann schlussendlich dann im Dezember stellen können und dass wir so wie letztes Jahr recht gutes Ergebnis wieder einfahren können beim Turnier. Wie hält man denn, oder wie hält man die Disziplin ein bei den Kindern, die doch unter 14 ziemlich quirlig unterwegs sind, aber da wahrscheinlich als Trainer alle Hände voll zu tun? Ja, nein, also ich muss sagen, die Burschen, die wissen, um was es geht, das ist eine Auswahl, das wird auch so kommuniziert vom Trainerteam. Wir sind im ständigen Kontakt mit den Trainern im Land und mit den ganzen Nachwuchsleitern. Und die Jungs, es gibt gewisse Richtlinien, es gibt gewisse Vorgaben und es ist ein Miteinander zwischen Trainer und der Spieler und ja, wie es in der Vergangenheit gut funktioniert hat, funktioniert es bis jetzt so recht gut. Da wollen sie immer, das sieht man im Dialekt, im Lusburger Alter sein, aber funktioniert gut. Also die Disziplin ist durchaus da. Sozusagen, das war jetzt ja heute der Kickoff, wenn man so will. Wir schauen die künftigen Wochen oder die kommenden Wochen noch aus. Welche intensive Arbeit erwartet euch noch in Zukunft? Ja, wir wollen jetzt weiterhin regelmäßig trainieren. Immer in anderer Halle, in Vorarlberg. Trainingszeit ist offen als Training. Dann hast du im Schnitt 90 Minuten oder ca. 2 Stunden Training. Dann haben wir noch ein Trainingslager, das wir machen hier, von Freitag bis Sonntag mit Übernachtung, dass sich die Burschen nochmal gehörig zusammenschweißen. Da bauen wir auch sehr viele Off-Eis-Geschichten mit ein, Regelschulung, Ernährung etc. Und ja, so haben wir noch den schlussendlich sehr gute Truppen zusammen, zum was du hier zu machen. Also auch das Teambuilding schon wichtig sozusagen, auch in diesem Alter schon. Ja, vielleicht noch zum Abschluss. Wie sehr oder wie intensiv plättet das die Kinder sozusagen so ein Training? Die haben dann schon zum Teil unter der Panier natürlich auch relativ warm. Wie ist denn der Allgemeinzustand der Truppe nach so einem intensiven Training? Ja, die Burschen, die sind das gewöhnt. Also die sind immer perfekt alt. Sie sind ständig auf dem Eis, sind ständig am Trainieren. Also von dem her, die heben das schon. Heute war es recht intensiv. Es sind viele Kollisionen auch teilweise müssen wir so abstimmen mit den Vereinen, was relativ gut funktioniert zwischen Verband und Vereinen, weil sie haben teilweise am Wochenende vormittags ein Training bei uns und am Abend haben sie ein Spiel beim Verein und dann muss man halt schauen, dass man einen guten Kompromiss findet, dass es nicht zu viel wird, weil verheizen sollte man die jungen Kinder natürlich auch nicht. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg und danken sehr herzlich fürs Gespräch. Ja, Freunde, das waren nochmal die zwei Interviews. Ich hoffe, es hat jetzt funktioniert. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei Simon und bei Patrick für ihre Zeit bedanken und natürlich auch an Johannes, der mich hier und da mal unterstützt bei den Interviews und das eigentlich doch sehr gut macht. Bleiben wir noch ganz kurz im Ländle in Vorarlberg, denn die Wälderhalle kommt. Es ist endlich durch, die Wälderhalle wird kommen. Die Information kam gerade heute vom EC Bregenzer Wald. Es gibt am 12.09. gibt's ein Pressegespräch, welches der EC Bregenzer Wald auch live auf der Homepage übertragen wird. Ich
verlinke euch das unten noch in der Videobeschreibung. Wenn also jemand Zeit hat und sich das anschauen möchte, am Donnerstag, 12.09. um 11 Uhr vormittags, dann schaut da bitte vorbei. So, dann blicken wir mal über eishockeyonline.at in die Champions Hockey League, denn dort wurden wieder einige Partien in der letzten Woche gespielt. Und wir schauen uns jetzt heute mal die aktuellen Tabellen an, sowie auch mal bei den Spielern in die Statistiken. In der Gruppe A führt der KAC nach 4 Spielen mit 9 Punkten die Tabelle an vor dem EHC Biel. Dies wird auch der Gegner sein, wo es nachher um das Playoff-Ticket geht. Die Klagenfurter haben gegen Biel noch kein Spiel absolviert. Von daher wären das noch 2 recht spannende Spiele. In der Gruppe F stehen die Vienna Capitals mit dem Rücken zur Wand. Sie liegen nach 4 Spielen nur auf Platz 3 mit 3 Punkten. Haben nun noch die Spiele gegen die tschechische Mannschaft aus Tichy und könnten da rein theoretisch mit 2 vollen Erfolgen noch das Playoff-Ticket lösen. In der Gruppe H bei den Graz 99ers schaut es ungefähr gleich aus, nur dass die Graz 99ers momentan auf dem letzten Tabellenplatz liegen, nach den 2 Niederlagen jetzt gegen Frölunder und die Cardiff Devils, die ja auch überraschend die Gruppe anführen. Die Grazer müssen nun noch 2-mal gegen die Tschechen aus Mountfield antreten. Mit 2 vollen Erfolgen wäre rein theoretisch eine Playoff-Teilnahme in der diesjährigen Champions Hockey League noch möglich. Vermutlich wird es sich aber leider nicht ganz ausgehen. Blicken wir noch kurz auf die Topscorer der diesjährigen Champions Hockey League auf Platz 1 vom HC Pilsen. Milan Gulasch mit 10 Punkten, 6 Tore, 4 Assists. Auf Platz 2 von den Schweizer Kollegen des EV Zug, Erik Torell mit 8 Punkten, 1 Tor, 7 Assists. Und dann kommen wir zu 2 Spielern, die ja in der EBL spielen bzw. auch schon gespielt haben. Auf Platz 3 von den Augsburger Panthern, Matt Fraser, der ja, glaube ich, vor 2 Jahren noch für die Bulldogs in Dornbirn gespielt hat. Mit 7 Punkten, 6 Tore, 1 Assist. Und auf Platz 4 folgt dann vom KAC Matthew Neal, ebenfalls mit 7 Punkten, resultierend aus 5 Toren und 2 Vorlagen. Ja, die Graz 99ers müssen jetzt leider auch die ersten Verletzten beklagen. Erwischt hat es dabei Sebastian Kohlberg und Colton Yellowhorn, welche nun längere Zeit mit einer Ober- und Unterkörperverletzung ausfallen werden. Die Moser Medical Graz 99ers sind schon auf der Suche nach Ersatz und so wie man von Gerüchten hört, könnte sogar Thomas Vanek sein Comeback bei den Graz 99ers geben. Blicken wir noch nach Dornbirn, denn auch dort gab es nun nochmal einen verletzungsbedingten Wechsel in der Verteidigung. Der Schwede Joel Johansson musste eben leider verletzungsbedingt den Verein verlassen und die Dornbirn Bulldogs haben nun aber relativ schnell reagiert und mit Jordan Subban einen neuen Verteidiger engagiert. Jordan ist der jüngste Bruder der Subban-Brüder. PK Subban spielt ja bei den New Jersey Devils, Malcolm Subban, der Torhüter, spielt bei den Vegas Golden Knights und Jordan hat es nun nach Österreich verschlagen zu den Dornbirn Bulldogs. Jordan Subban gilt als sehr guter Eisläufer und hat auch einen sehr starken Offensivdrang, gilt also auch wirklich als Offensivverteidiger, was auch seine Statistiken aus der American Hockey League zeigen. In der Saison 2016-2017 zum Beispiel hat er als Verteidiger 16 Tore erzielt, was wirklich ein Spitzenwert ist aus meiner Sicht. Und ich denke, er kann wirklich den Bulldogs hier sehr weiterhelfen und von der blauen Linie wirklich für mehr Durchschlagskraft sorgen. Wie immer blicken wir auch nach Südtirol zu den Füchsen aus Bozen, denn auch dort hat sich kadertechnisch nochmal was getan. Die Bozener haben mit Justin Fazio einen neuen Backup-Goalie gefunden. Der 22-jährige Italo-Kanadier kommt von der Queen's University,
wo er mit knapp 94% Fangquote schon aufzeigen konnte und dementsprechend auch in den Kader der Milwaukee Admirals aus der American Hockey League berufen wurde. Ebenfalls neu im Kader der Füchse ist der Verteidiger Brad Fleming. Brad Fleming war ja zur Saison 2015-2016 schon mal in Bozen aktiv und hat die letzten 3 Jahre in Tschechien bei den Pirati Komotov verbracht. Abschließend kann man den Bozener auch nochmals gratulieren, denn sie haben sich nun neben dem Winschgau Cup und dem Südtirol Summer Classic auch den Sieg beim Alperia Cup geholt, indem sie die Rittnerburm aus der Alpshockey League mit 5:2 besiegt haben. Rückblickend auf die Vorbereitung der Bozener Füchse kann man sagen, diese war sehr, sehr, sehr erfolgreich und das Team hat sich ständig weiterentwickelt. Und aus meiner Sicht könnten die Bozener in der diesjährigen ersten Bank Eishockey-Liga-Saison die großen Teams aus Klagenfurt, Salzburg, Wien und Linz ärgern und sicher das eine oder andere Wort um den Titel mitsprechen. Bleiben wir aber gerade noch im Süden und wechseln aber zurück nach Österreich, denn die Villacher Adler waren nun beim SWB Energie Cup in Bremerhaven mit dabei und konnten sich da mit Siegen über Bremerhaven und Esbjerg Energy aus Dänemark den ersten Platz sichern. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung noch den Link dazu mit angeführt, damit ihr auch die Highlights der jeweiligen Spiele ansehen könnt. Nachdem es ja bei der VU Feldkirch einen neuen Kapitän gab, ist es nun auch in Salzburg passiert, denn Matthias Tratnik hatte bekanntlicherweise seine Karriere beendet und Thomas Raffel folgt ihm nun als neuer Kapitän. Er wird dabei unterstützt von dem Österreicher Dominik Heinrich und dem Kanadier Brent Ragnar. Ja, Freunde, zum Abschluss der heutigen News-Ausgabe gibt es auch nochmal ein paar weitere Transfers, die in der letzten Zeit passiert sind. Als erstes schauen wir uns den Transfer von Brock Trotter an, der ja in der letzten Saison für die Bulldogs in Dornbirn tätig war und in 42 Spielen mit 14 Toren und 41 Assists auf sich aufmerksam gemacht hat. Nun hat er in der Slowakei beim HKM Zvolen unterschrieben. Alexi Erwinen, der ja die letzte Saison beim EC Bregenzer Wald verbracht hat und dabei in 40 Spielen 37 Punkte scoren konnte, hat sich nun auch dazu entschieden, wieder nach Hause nach Finnland zu wechseln und heuert in der dritten finnischen Liga an. Christian Konja wechselt aus der höchsten schwedischen U18-Liga zurück nach Linz und verstärkt die Steel Wings in der Alps Hockey League. Ja, Freunde, zum Abschluss blicken wir nun nochmals nach Vorarlberg, denn Tobias Fender hat das Tryout bei der VU Feldkirch leider nicht überstanden und ist nicht mehr im Kader. Zurück zu seinen Wurzeln kommt nun auch Thomas Auer, welcher ja in Vorarlberg jedem eigentlich bekannt ist. Thomas Auer, ein Urgestein quasi im Vorarlberger Eishockey. War lange für den EHC Luschnau tätig, war lange in Dornbirn, hat auch mal für die VU Feldkirch gespielt, war in der EBL für den HC Innsbruck und die Red Bulls aus Salzburg tätig und er hat sich dazu nun entschieden, mit 36 Jahren seine Schlittschuhe noch nicht an den Nagel zu hängen und verstärkt das Team von Heimo Lindner und geht für die Hohenemser Steinböcke die nächste Saison in der Tiroler Liga auf Punktejagd. Ja, Freunde, das war's nun wieder mit den News zur letzten Woche. Wie wir auch gerade hier noch sehen, der Start der EBL und auch der Alps Hockey League steht kurz bevor. Am Freitag geht's los und mich würde nun interessieren, soll ich zu den jeweiligen Spieltagen eine Prognose machen? Soll ich einen Rückblick machen, wenn der Spieltag rum ist? Was wollt ihr haben? Ich bin da wirklich auf euer Feedback angewiesen. Ich möchte mich auch gern ein bisschen nach dem richten, was ihr haben möchtet, damit wir alle was davon haben. Und ich freue mich wirklich auf deine Meinung unten in den Kommentaren. Abschließend kann ich nur noch sagen, wenn dir das Video gefallen hat, so lass mir einen Daumen nach oben da, abonniere den Channel kostenlos, aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Und ich freue mich schon auf das nächste Video und wünsche euch bis dahin einen guten Tag.